Servus Leute, und das ist euch Kaiser von Basing Racing und wir fassen jetzt zwei Teile zusammen, also Projekt Ranzhofen und die neuen Teile, weil ich habe zu wenig Material, weil wir die Teile, also mein Lehrer baut das ein für mich jetzt angeboten, weil er hat das schon die ganze Zeit gemacht und ja, viel Spaß. So, zum Anfang, das ist das hinnige Getriebe, das ist zuerst gerannt und dann ist die Schaltgabeln, haben wir jetzt ein Spiel, ein ganz kleines, und es reicht schon, dass es überall rattert und ja. Und die Zähne sind alle schwarz, aber es schaut eigentlich ganz gut aus. Und das ist die Honda. Sieht eigentlich ganz normal aus, bis auf dass die Kette hier unten noch hängt. Wenn ich auf die andere Seite geht. Ja, da fehlt irgendwas. Also ich weiß nicht was, aber irgendwas fehlt schon. Also ich habe jetzt den Fender neu gemacht, weil ich jetzt Lucky Mode Sticker bekommen habe und ja, ich finde, es sieht eigentlich ganz okay aus, also cool eigentlich. So, und jetzt putzen wir die Teile gemeinsam, denn die müssen noch gemacht werden und dann passt es eigentlich schon wieder. Also, schaut weiter und wehe, ihr geht raus, ich sehe das. Also, ciao. So, ich habe jetzt alle Teile geputzt. Weil die kleinen Schrauben, die möchte ich sicher nicht sehen auf YouTube. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, sie haben mal die ganze Sammlung. Alles funktioniert hier außer das. Das werde ich nicht wegschmeißen, aber behalte ich es trotzdem. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwann mal eingebaut, was kaputt ist, weil die Kupplung, die sieht noch ziemlich gut aus. Aber die Motorhälften kann ich nichts sagen. Und falls ein Rotor kaputt wird, das kann öfters passieren. Ja, habe ich einen Rotor und Stator. Das ist eigentlich umgekehrt, aber ja. Eine Pumpe. Und Zylinderkopf. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr unten liken. Es ist kostenlos. Und weitere Updates folgen, falls Teile kommen oder ich gleich wieder fahren kann. Und ja, hoffentlich wird's bald. Habe die Ehre. Ciao.